Kraftstoffsteuer. Ja, wir bauen ja eh gerade um und fördern ja gerade auch den Hybridumstieg. Also insofern könnten wir das auch. Es ist halt nicht so wahnsinnig populär und ist halt die Frage, ob dieses politische Kapital und das Geld in einem Verhältnis stehen. Ich finde schon, es gibt keinen BP-Hit und Auto- und Kfz-Nutzung geht runter. Aber das politische Kapital ist halt viel, was wir dafür draufgeben. Oh ja, 11, das habe ich gar nicht gesehen. Gutes Auge. Ja, es sind nicht mal 100 für 11, das stimmt. Und das ist dann halt schon irgendwie fett. Ja, das ist wahr. Ja, aber gut, es erinnert mich auch so ein bisschen an Deutschland. Also so ist es jetzt nicht das, was wir vorhin bei der Kfz-Steuer schon hatten. Ja. So, dann haben wir noch hier die Einkommensteuer. Die würde ich natürlich tendenziell auch gerne ein bisschen runtersetzen, aber... Können wir jetzt auch. Ich weiß, wir sind mitten in der Schuldenkrise, das machen wir gerade nicht. Ich hätte gesagt, wir haben gute Umfragewerte, unser BIP ist ganz okay, lass sie uns anheben. Lass uns mal aufs politische Kapital dafür gucken. 9. Eine Billiarde. Wir können es machen. Ich möchte nur wieder auf den Normalverdienenden hinweisen. Ja. Verärgert. Die kriegen, also die Normalverdienenden kriegen wir auch, wenn die Schuldenkrise gelöst ist. Das ist halt der Vorteil davon. Ja. Aber bis dahin müssen wir die Schuldenkrise lösen. Könnten auch bei der Lohnsteuer hochgehen. Achso, das ist die nicht konkurrenzfähige Wirtschaft. Okay, warte mal. Ist weniger politisches Kapital. Viel weniger. Bisschen 1% BIP für mehr als eine Milliarde. Ja, dann lass uns das so machen. Ja. Es ist halt auch, also das ist halt auch, macht auch einen Unterschied, ob du den Lohn, den du jeden Monat bekommst, versteuerst oder und davon wie die Prozente hochgehen oder ob du das komplette Einkommen hast. Ja. Was ja unterschiedliche Einkommensquellen haben kann. Und es gibt ja halt eine Lohn- und eine Einkommenssteuer. Und das so ein bisschen in der Waage zu halten, weil wir ja auch ganz viele andere Titel auch nochmal besteuern. Hm. Also wir ziehen ganz... Das ist so runtergebrochen, ist es das, was die FDP vor ein paar Jahren irgendwie mal propagierte, so dieses die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Mit der Idee dahinter, diesen ganzen viele einzelne Steuern auch rauszunehmen, um dieses ganze System zu vereinfachen und dann dadurch alles leichter berechenbar zu machen. Da kamen dann auch andere Sachen dazu, das ist jetzt völlig klar. Aber man sieht hier, glaube ich, ganz gut, auf welchen verschiedenen Ebenen wir als Staat die Möglichkeit haben, irgendwie Geld abzuschöpfen. Und wir müssen immer aufpassen, dass wir es nicht überziehen, dass wir nicht überdrehen. Das ist echt ein schmaler Grat. Hm. Puh. Sind wir durch bei den Steuern eigentlich? Ja, bei den Steuern sind wir durch. Ich würde diesen ganzen Spaß noch einmal machen, bei dem einzigen Bereich, den wir uns noch nicht angeguckt haben. Öffentlicher Dienst. Genau. Den mag ich genauso sehr wie die Sozialleistungen.
Und vielleicht könnten wir dann als nächstes großes Projekt den Ärztestreik angehen, weil der uns einfach Geld kostet. Bisschen, ne? Aber es ist halt super schwer, da ranzukommen. Ich bin auch bereit, in anderen Bereichen, also ich bin wirklich bereit, so ein paar Konzessionen zu machen und dass wir vielleicht an der einen oder anderen Förderstellschraube hier auch drehen und die eben auch noch mal so ein Stück runternehmen. Aber wir gucken einfach mal, wie es aussieht. Ich hätte jetzt gesagt, Sensibilisierungskampagne für Cybermobbing können wir wieder abschaffen, weil das Problem ist weg. Internetkriminalität. Ja. Es ist halt wirklich nicht viel. Es gibt uns gute Umfragewerte für wenig Geld, aber ich würde es dennoch abschaffen, weil ja das zweite Ziel war, dass wir das ein bisschen übersichtlicher gestalten und wirklich mal nur noch die Sachen haben, die jetzt für uns wesentlich sind. Ja. Damit wir dann neue Sachen einführen können. Ja. Frage ist, wollen wir unsere Wasserwerke verkaufen? Witzigerweise hätte ich dort sogar gedacht, wir könnten die nochmal hochsetzen. Aber die Effekte sind viel kleiner, als ich dachte. Ja, auf die Arbeitslosigkeit ist ein Witz. Ja. Ich fände es ja schön, wenn hier sowas dabei wäre wie Qualität oder so. So, dass man das dann immer gleich noch sieht, dass wenn man wenig Geld ausgibt, dass dann die Rohre kaputt gehen, dass man mehr für Infrastruktur ausgibt oder so. Und wenn man viel Geld ausgibt, vielleicht das irgendwie anders aussieht. Und man sogar Wasser spart oder so. Aber da wir das nicht haben, können wir es auch auf dem Level weiterlaufen lassen. Wir können es auch noch niedriger machen. Die Effekte sind eh gerade so gering. Oder ich privatisieren. Halt nicht verkaufen. Ich würde es nicht verkaufen wollen. Ja. Okay. Also wir können das machen, weil es genau, theoretisch können wir das machen, weil es in dem Spiel einfach keinen Qualitätsanspruch gibt. Genau das, was ich gerade gemeint habe. Ja. Also das, was mich im echten Leben eher davor zurückschrecken lassen würde, so diese Bereiche zu verstaatlichen, die haben halt hier keinen Einfluss. Insofern könnten wir hier auch einfach sagen, ach. Wir können es ganz runternehmen, dann, weil ich gerade sehe, gibt es einen Punkt, ab dem es Einnahmen bringt. Ja, tatsächlich. Ab einem, wenn wir es ganz runtersetzen, Minimum, kriegen wir plötzlich Einnahmen aus dem staatlichen Wasser. Gedöns. Dann lass es uns doch mal eine Weile jetzt auf dem Level probieren. Ich bin gespannt, was passiert. Also ganz runter. Ja, ich bin tatsächlich gespannt, ob da irgendwas kommt oder ob nichts passiert und wir die ganze Zeit einfach Einnahmen generieren. Okay. Machen wir das. Weil es scheint jetzt nicht dazu zu führen, dass unsere Rohre kaputt gehen, weil wir sparen. Nee. So, dann kostenloses Schulessen. Das ist nicht so wirklich viel und es tut jede Menge gegen die Armut. Und wir haben das vor kurzem erst erhöht. Jupp. Wegen des Gesundheitsaspekts, der auch noch wirkt. Ja. Glaube ich. Ja. Mhm. So, fangen wir mal hier vorne an. Universitätszuschüsse. Ich bin geneigt, das ein Stück runterzufahren. Wir können hier nur, wir haben nicht mehr genug für Zuschüsse für arme Schüler. Ja, bin ich auch geneigt. Sparen wir ein bisschen was? Haben wir gerade nicht genug politisches Kapital für? Nächste Runde. Und dann in der nächsten Runde dann das tun? Ja. Die fünf mitnehmen? Oh, wir haben noch ein Dilemma. Haben noch ein Dilemma. Positive Diskriminierung. Es werden Forderungen nach einem Gesetz laut, das Quoten für die Beschäftigung ethnischer und anderer Minderheiten großen Konzernen und Regierungseinrichtungen vorgeben soll. Dadurch würde auf Unternehmen Druck ausgeübt, Jobkandidaten basierend auf Herkunft, Geschlecht oder Alter zu bevorzugen. Gesetz verabschieden, wir brauchen dieses Gesetz. Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es überhaupt keinen Sinn, Menschen, die über oder unter einem gewissen Alter liegen, Erwerbsunfähigkeit
zu machen. Und in Bezug auf Menschenrechte ist es ein dringender Ausgleich jahrelanger Diskriminierung von ethnischen Minderheiten, Frauen sowie älteren und behinderten Menschen am Arbeitsplatz. Gesetz ablehnen. Dieses Gesetz ist durch und durch fragwürdig. Es ist vollkommen sinnfrei, Diskriminierung mit Diskriminierung zu bekämpfen. Und es entstehen Konflikte. Angehörige der Minderheiten haben das Gefühl, eine Stelle nicht wegen ihres Könnens bekommen zu haben. Und die Person, die den Job eigentlich bekommen hätte, missbilligt die Entscheidung. Das ist auch schon schön, ne? Die Person, die den Job eigentlich bekommen hätte, also der weiße privilegierte Mann, weil er privilegiert ist. Hm. Das ist halt so ein Zirkelschluss, wo ich gerne schreien möchte jedes Mal. Ich würde mich direkt einreihen und dann können wir einen Zwei-Personen-Chor daraus machen. Das sind ja, also das ist so eine Dauerdebatte. Also ich weiß nicht, also mir begegnet diese Debatte häufig und mir begegnen auch diese beiden Argumentationslinien häufig. Es ist wahrscheinlich jetzt wenig überraschend, dass mir die eine näher liegt als die andere. Insofern fange ich bei der an, die mir nicht so nahe liegt, nämlich bei der unteren. Mhm. Ich finde diese Formulierung eigentlich ganz interessant. Diese Aussage, dass Angehörige der Minderheiten das Gefühl haben, eine Stelle nicht wegen ihres Könnens bekommen zu haben. Was ist denn das für so eine paternalistische Aussage? Da stellt sich jetzt jemand hin und sagt, also die Menschen, die mit Diskriminierungserfahrung, die wollen das gar nicht, weil dann würden sie wieder diskriminiert. Aber vielleicht wollen diese Menschen einfach nur eine faire Chance, die sie so nicht gehabt hätten. Und in meiner idealen Welt, also in meiner ganz kleinen privaten Rumi-Idylle, würde ich diese Diskussion deswegen nicht führen müssen, weil Unternehmen vielfältig besetzt sind, weil es ganz normal ist, dass wir, dass Menschen mit Behinderungen meine Kollegen sind, dass es normal ist, dass Menschen aus einem anderen Land mit mir zusammenarbeiten, im gleichen Café sitzen oder keine Ahnung. Also das wäre für mich meine Normalität. Ich weiß aber, dass dem nicht so ist. Hm. Und diese Diskriminierungserfahrung, die geht einfach bei Menschen so tief, dass ich glaube, dass wir als Gesellschaft einfach noch nicht an dem Punkt sind. Und solange wir nicht an dem Punkt sind, braucht es den Weg dahin. Und wenn das quasi die Brückentechnologie ist, um mal diesen Begriff zu benutzen, der ist auch schon ein bisschen 2000er, ich weiß, aber vielleicht passt er dennoch ganz gut. Also in dem Fall geht es nicht um das Individuum, sondern es geht darum, wie der Staat möchte, dass wir zusammenleben, beziehungsweise wie politische Entscheidungsträger möchten, dass wir zusammenleben, was sozusagen die Idee dahinter ist. Und wenn die Idee ist, dass wir eine egalistische Gesellschaft sind, wo all diese Kleinigkeiten, die ich gerade aus meiner kleinen Rumi-Idylle erzählt habe, wo die Normalität sind, müssen wir Rahmenbedingungen schaffen. Und Diskriminierungen hören nicht von heute auf morgen auf. Die werden weitergegeben, Vorurteile weitergegeben. Diese ganzen Erfahrungen sind immer da. Und dann kannst du noch so viele tolle Vielfaltsprojekte machen und du kannst Leute in Schulungen schicken oder sonst irgendwas. Es wird sich so lange nichts ändern, bevor sie nicht die Erfahrung gemacht haben, dass es völlig in Ordnung ist, eine Frau als Chef zu haben oder einen Schwarzen als Bundestagsabgeordneten, wie jetzt bei uns Karamba Diaby. Also da gibt es einfach super viele Einflussfaktoren. Und ich glaube, solange es halt nicht die Normalität ist, dass aber das ist, wie wir zusammenleben wollen, das haben wir auch alle ein Stück weit in der Hand, je nachdem, wen wir wählen. Mhm. Um das zu zeigen, braucht es dann halt ein Gesetz. Und wenn es dieses Gesetz nicht mehr braucht, also wenn wir in der Art und Weise, wie darüber diskutiert wird, sage ich, brauchen wir dieses Gesetz ja auch anscheinend wirklich, weil das ist nichts, was sich von alleine löst. Genau wie der Markt nicht alles alleine lösen kann. Ja. Horst, sie sagt auch, die schlechten Kompromiss vor Quoten, ja, aber 0% Quote. Ja, 0% Quote habe ich auch sehr gelacht.
Gesetz verabschieden. Liberale finden es toll, Konservative finden es richtig scheiße. Ethnische Minderheiten finden es toll, geschlechtliche Gleichberechtigung steigt, Liberalismus steigt. So. Nächste Runde. Vertrauenswürdig im Laufe der Zeit. Oh, Korruption steigt? Hm. Verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was ich da was der Auslöser dafür war. Oh, Verbesserung der politischen Beziehungen. Ein wichtiger Handelspartner hat die politischen Beziehungen mit unserem Land ausgebaut. Mit der Intensivierung der Beziehungen zwischen unseren Ländern sind auch der ausländische Handel und die Investitionen in die Höhe geschnellt. Die formelle politische Verbesserung wird auch diesen Wirtschaftsaktivitäten weiter Aufschwung verleihen. Internationaler Handel 22%, Kapitalisten finden es gut, Konjunkturoptimismus plus 16. Großartig. Und kein Dilemma. Defizit hat keine 2 mehr vorne. Okay, Weltwirtschaft erholt sich jetzt nicht. Hier sind wir hoch. Auslandsinvestitionen sind maximal nach oben. Konjunkturoptimismus. Da ist er. Oh, guck mal. Durch das Ereignis getriggert, aber das wird irgendwann wieder weggehen, aber das hilft unserem BIP. Also, hier. Das gefällt mir. Also, Defizit ist kleiner geworden, nicht so sehr, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ist kleiner. Popularität, ganz okay. So, einen runter. Ja. Erledigt. Was haben wir als nächstes? Jugendpolitikrat. Würde ich gern behalten, kostet nicht viel und ist eine der ganz wenigen Sachen, die wir für Jugendliche bisher gemacht haben. Ja. Stammzellenforschung, relativ geringe Kosten, Technologie und Gesundheit und BIP. Was ein bisschen hochdrehen. Wir kriegen wenig BIP für wenig Geld. Und wie ist das bei Technologie? Technologie 2,7 auf 3,5. Also. Das würde ich machen. Okay. Dann geben wir da was rein. Dann haben wir hier technische Hochschulen. Das haben wir vor allzu langer Zeit nach oben gesetzt. Das heißt, ich würde es jetzt nicht anrühren, oder? Oder sollen wir es runter? Nee, ne? Nee, ich würde es. Da sind wir wieder bei diesem Policy-Flip-Flop. Ja. Gut, staatlicher Rundfunkveranstalter. Den haben wir irgendwann mal hochgedreht, um das Medienmonopol Herr zu werden. Da sinkt es langsam, aber noch nicht doll. Wettbewerbsgesetz könnten wir da noch höher drehen. Weil das kostet so gut wie gar nichts. Ja. Dann machen wir das mal für 2. So, das würde ich auch nicht anfassen. Ja. Dann haben wir hier öffentliche Bibliotheken. Bildung, Gleichberechtigung und Rentnerinnen sind natürlich. Aber sparen wir auch nicht so viel, wenn wir da ein bisschen was rausnehmen. Also 50, 0,05 hier oben ausgeben für 5 politisches Kapital bringt jetzt nicht wirklich was. Ja. Dann haben wir unseren staatlichen Gesundheitsdienst. 4,6 Billionen. Und eigentlich müssten wir dort Geld reinpulvern. Ja. So, um den Ärztestreik runterzudrücken. Mal so 2 oder 3. Wie wirkt sich das denn auf die Arbeitslosigkeit aus? Ähm.
Okay, wenn wir mal hier hingehen, ne? Das sind nicht ganz 3. Arbeitslosigkeit. Wo ist denn da ist Arbeitslosigkeit? Siebenhalb. Nee, ja, 7,5. 7,5% weniger Arbeitslosigkeit. Das ist krass. Aber es sind auch 3 Billionen. Und Ärztestreik 7. Nur 7%. Wir sind ja bei 65. Wir müssten auf 50 runter. Puh, also es ist halt eine krasse Ausgabe, aber wir würden möglicherweise mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber dann müssen wir an irgendeiner anderen Stelle runtergehen. Das können wir uns. Dann da sehe ich irgendwie, wenn wir hier vorm Komma einstellig sind, sehe ich da vielleicht eine Möglichkeit, das zu machen. Ja, also ich wäre ein bisschen. Es muss nicht unbedingt einstellig sein, aber das ist mir jetzt auch noch zu hoch. Okay, nächstes. Staatliche Schulen. So. Wie sieht's denn bei unserer Bildung aus? Das war wieder der Knick nach der Wahl, weil es nicht so effizient ist. Der jetzt wieder stetig steigt. Ja. Es tut mir in der Seele weh, das zu sagen, aber wir könnten ein bisschen was kürzen. Lass uns mal angucken. Also viel weiter runter. Nee, ja. Würde ich nicht gehen wollen. Arbeitslosigkeit ist einfach mal 3,5%. Geht hoch. Und wir sparen. Na, wir kommen. Also wir kommen halt langsam an die. Wir kommen halt an die Punkte, wo es wehtut, die uns, mit denen wir uns beide nie leicht. Mit denen wir es uns nie leicht machen. Ja. Ich befürchte aber, dass uns wenig anderes übrig bleibt. Ja. Dann machen wir das jetzt. Ja. So, dann haben wir hier selektive. Achso, das ist nur so ein. Das. Nicht interessant. Dann haben wir hier Organspenden. Ja, das hat auch keine Kostenauswirkungen. Nee. Hier mal kostenlosen Sehtest ist mega wegen Armut, Arme und Gesundheit. Kostet nicht viel. Ja. Hier unten Wissenschaftsfinanzierung. Gibt BP. Sehr, sehr wenig Technologie, ein bisschen Arbeitslosigkeit. Ah, ist aber. Wir können uns diesen Technologieboost nicht entgehen lassen. Ja. Dann kostenfreie Elternkurse kostet auch kaum was und. Ja. So, Verbraucherschutzbehörde. Kaum Kosten. Wirkt super. Ja. Das sind alles Sachen, wo wir beide, glaube ich, normalerweise da eher drauf reingeben würden. Ja, obligatorischer Schulsport. Ja, die Jugend findet es doof, aber. Ist halt wichtig. So, obligatorischer Sprachunterricht, den haben wir rausgedrängt wegen Auslandsbeziehungen und internationalen Handel und Immigrationswunsch. Und weil ethnische Spannungen abgebaut werden, ist auch okay. Ja. Dann obligatorischer Fremdsprachenunterricht für super wenig Geld, das würde ich auch lassen. Dann haben wir obligatorische Lebensmittelkennzeichnung, Gesundheit, BP und pflanzliche Ernährung für sehr wenig Geld. Würde ich auch lassen. Subventionen für Erwachsenenbildung,
Bildung wegen der Produktivität haben wir das voll im Anschlag. Ja. Wie sieht's da eigentlich auch gerade aus? Geht langsam, aber stetig hoch. Okay, sehr gut. Okay. So, dann haben wir hier Förderung von Drogentherapien. Kostet uns nichts und fördert die Gesundheit. Perfekt. Ja. Dann haben wir hier Amtszeitbeschränkung der Staatsführung. Gerade nicht unser Problem. Hier haben wir laizistische Bildung. Finde ich super. Auch gerade kein... Ja. Dann haben wir Abtreibungsgesetz. Ist auch gerade kein... Nee. Finanzrelevantes Thema. Und damit sind wir durch. Ah nee, hier das einzige Amtszeitlänge der Staatsführung. Ja. Okay. Jetzt haben wir uns einmal alles angeguckt und haben's und sind, glaube ich, durch. Wir könnten noch die, wenn wir jetzt schon bei den Schulen sparen, das andere machen, was wir nicht wollen. Und zwar bei der Rente. So. Dann machen wir das mal. Haben wir noch 8? Die können wir mitnehmen in die nächste Woche. Das stimmt. Wollen wir nicht noch gucken, wie sie es ausgewirkt hat? Na gut. Sneak peek. Genau. Wir haben kein Dilemma, wir nehmen 8 mit rüber. Einmal nächste Runde. Okay. Korruption ist aber niedrig. Das ist schön. Wir haben ein Dilemma. Vorsicht, neue Situation, Bürokratie. Aber noch weit vom Startauslöser entfernt. Defizit 17. Ist runtergegangen. Die Weltwirtschaft steigt jetzt gerade. Wir könnten es vielleicht hinkriegen. Ich bin total gespannt. Aber das passiert nächste Woche, meine lieben Menschen. Und nächste Woche, Dienstag, gibt es wieder die Dienstagspolitik mit Romy. Und da freue ich mich und da machen wir an dieser Stelle weiter. Und 10. Oktober bin ich auf dem MINT-Festival in Köln, ein paar Tage davor in Bad Oeynhausen live auf der Bühne. Aber ich schreibe das auf jeden Fall auch nochmal, wenn ich alles genau weiß, mit Links auf Discord. Jetzt bin ich fertig und bin still, denn wie das Tradition ist in der Dienstagspolitik, hat Romy das letzte Wort. Romy, bitte. Gute Nacht. Na, ganz so einfach mache ich es nicht. Ganz so einfach mache ich es nicht. Danke für das Zurückkommen, das gemeinsame Zurückkommen in diese Dienstagspolitik. Ich merke, hab gemerkt, was mir gefehlt hat. Also noch mal mehr gemerkt, was mir gefehlt hat in den letzten Wochen. Schön. Vielen Dank dir, lieber André, und vielen Dank euch. Kommt gut in die Nacht. Bis nächste Woche.